Moin Moin und herzlich willkommen auf meinem Kanal zur nächsten Folge von Anno 1800. Und heute geben wir es auch zugegebenermaßen auch wieder ein bisschen langsamer an. Gestern habe ich aufgrund dessen, dass es ja doch viel war, was wir hätten schaffen müssen, ist ein bisschen ja, hektisch angegangen. Es war ein bisschen schnell. Dadurch war es dann leider ein bisschen fehlerhaft. Wir gucken mal gerade rüber. Und zwar, Moment, ich springe hier hin. Das mit den Feldern hier unten haben wir schon gesehen gehabt. Das war jetzt auch rein theoretisch nicht so schlimm. Aber wir haben noch ein Lagerhaus mehr gebraucht. Ich habe hier noch ein bisschen Platz freigeräumt. Das müsste jetzt eigentlich hinhauen mit dem Lagerhaus hier vorne. Und ein Tankwart, beziehungsweise eine Tanktraktorscheune war nicht ganz angeschlossen. Also dementsprechend. Ich habe halt versucht, wie gesagt, alles in einer Folge reinzubekommen. Hätten wir vielleicht ein zweiter daraus machen müssen. Ne? Wir müssen ja demnächst irgendwann, ich weiß nicht wie lange, diese 50 Tonnen, die wir jetzt hier produzieren, halten. Müssen wir ja eh nochmal dran. Das wird also zukünftig hier unsere Insel, wo wir generell Flachs anbauen. Müssen aber demnächst auch nochmal bei Teef dran, etc. Aber generell Flachs machen wir hier. Da müssen wir demnächst also nochmal gucken. Und heute werden wir uns um diese Insel kümmern. Hier werden wir generell so kleinere Dinge anbauen bzw. produzieren. Heute werden wir es mit den Tonpfeifen machen. Also Dinge, wo wir keine ganze Insel für brauchen, wo wir dann mehrere Sachen dafür anstelle dessen produzieren können. Okay, wir springen aber jetzt erstmal rüber nach Drachenstein. Und wir werden unsere Sets uns angucken. Heute mal als Entschädigung für gestern gleich zwei. Und zwar auch aus Envesa. Das passt nämlich ganz gut von der Thematik. Wir haben vorher das Myombo-Welder-Set drin gehabt. Das habe ich rausgenommen. Das gab einen Bonus, ich glaube, auf Tierhöfe irgendwie von 10% produktionsmäßigen Bonus. Doch, irgendwie 10% Produktion. Das haben wir rausgenommen. Und anstelle dessen gibt es nun das große Wüste-Set. Das gucken wir uns als erstes an. So, zwei. Jetzt muss ich kurz gucken, wo das letzte Tier davon ist. Wilde Seen, das kommt gleich. Da. Und da gucken wir mal. Beeinflusst Feuerwachen, Löschgeschwindigkeit 30%, Reichweite plus 10% und die Mobilisierungsanforderungen minus 10. Ja, kann man drin lassen. Ne? Ist jetzt natürlich ein Set, was wir derzeit nicht mehr brauchen. Ich glaube, ich habe, und das ungelogen, seitdem wir die Insel haben, und nicht mehr nur die Bauern drauf haben, weil die Bauern natürlich brennen die schneller ab, das ist klar. Aber seitdem wir die Investoren und Ingenieure haben, nicht einmal einen Brand gehabt und nicht einmal irgendwas gehabt. Wir können mal reingucken, Aufstandswahrscheinlichkeit ist bei überhaupt gar keiner. Sehr geringe Brandwahrscheinlichkeit und von Krankheit steht hier überhaupt gar nichts irgendwie. Kann natürlich auch an dem Set liegen hier, Sumpfgarten, weil das gibt ja die Krankheitsgefahr auf minus 50%. Aber auch selbst dann, wir hatten ja das ja nicht sofort drin, ne? Das kam ja erst mit der Zeit und da hatten wir vorher auch kein Problem damit. Also wie gesagt, Zwischenfälle hatten wir irgendwie gar nicht. Wir nehmen jetzt natürlich auch die Brandwahrscheinlichkeit mit. Jetzt haben wir die auf sehr gering. Aber wir würden es nicht mitnehmen, hätten wir jetzt andere Sets, die uns irgendwie in einer Form Attraktivität geben. Ein Produktionsboost auf irgendwas oder auch vielleicht zwei Einwohner pro Haus mehr. Vielleicht gibt es sowas ja noch. Ein paar Sets kommen ja noch, ne? Wilde Seen haben wir jetzt gleich noch. In Besanisches Hochland kommt noch Polarkreis. Und dann sind wir auch mit den Tiersets erstmal durch, meine ich. Ja, hier hatten wir alle. Kordilleren ist auf einer Nebeninsel und die hatten wir schon drin. Ja, also dementsprechend. Vielleicht kommt bei den beiden noch was, ansonsten bleibt es drinne. So, als zweites Set heute kommt dann noch das Wilde Seen-Set. Jetzt müssen wir mal kurz gucken, wo die sind. Das war das Flusspferd, das ist hier oben. Natürlich jetzt ein bisschen Sucherei mittlerweile. Wilde Seen, so. Beeinflusst alle Produktionsgebäude an der Küste. Das könnte man rein theoretisch, wenn man so eine Insel hat, wo man wirklich Produktionsgebäude an der Küste baut, mit, ich glaube, wir hatten schon ein Set, ne? Wo wir schon mal 10 oder 20% bekommen haben. Mit denen kombinieren, dann wären wir schon mal bei 30%. Ich meine, gut, auch das ist natürlich nicht der Hammer. Das wäre dann unterstrich 2-3er-Sets wären das gewesen. Ist nicht der Hammer, aber nimmt man natürlich mit, ne? 30-40%. Wenn man die irgendwo in einer Inselmitte produziert, platziert, wo man dann rein theoretisch nicht so viel produzieren müsste, weil man nur die Küste von der Insel braucht, dann kann man so ein Set mitnehmen. Ansonsten, ja, ich finde es unnütz, aber wie gesagt, kommt mal darauf an, was man machen muss. Vor allem, wenn man ohne Speicherstadt spielt, dann braucht man die Küstengebiete ja generell auf jeder Insel. Dementsprechend, dann sind natürlich die Sets auch wieder sehr interessant. Muss man natürlich dazu sagen. So, bevor wir anfangen mit den Tonpfeifen. Ich wollte noch ganz gerne erzählen, dass wir gestern eine kleine Multiplayer-Runde hatten, aber allerdings ohne Stream etc., ohne Video. Also davon werde ich nichts hochladen. Generell, wer Interesse hat, da mal mitzumachen oder auch mal eine Runde sucht zum Mitspielen generell an sich, oder auch Fragen an mich hat oder generell an, über Anno Fragen hat, unten in der Videobeschreibung findet ihr einen Link zum Discord, da könnt ihr dann uns erreichen bzw. mitspielen, wenn ihr denn möchtet.
Okay. Bevor wir an die Tonpfeifen gehen, ich habe hier oben, muss ich mal gerade schauen, hier ein Kraftwerk installiert und hier vorne. Mittlerweile aufgrund dessen, dass wir den Prestige-Buff haben von dem Palast, wir gehen mal kurz drauf. Der ist bei 9 mittlerweile schon. Wir haben plus 28 Reichweite für alle öffentlichen Gebäude. Das heißt, wir haben rein theoretisch nur mit dem Prestige-Effekt schon das stadtweite Netzwerk gleich mit drin. Dementsprechend kommen wir. Wir gehen mal kurz hier rüber auf Ausbauen. Na, eben was. Oh, uns fehlt Kaffee. Wir sind soweit. Wir brauchen wieder Kaffee. Gibt's ja gar nicht. Müssen wir also dran. Aber warum eigentlich müssten wir? Wir gucken mal eben. Fehlt vielleicht ein Notenschiff. 22. Wir gehen mal kurz rüber in die neue Welt. El Bufero, wo bist du? Du bist hier oben, ne? Ja, okay. Weil eigentlich müsste das hinhauen. Ja, hier fehlt ein Schiffchen vielleicht, ne? Müssen wir vielleicht mal noch ein Schiffchen dabei packen. Kapversorgung. Ich wollte nämlich ganz gerne gerade noch ein bisschen hochziehen. Allerdings, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Gut, nehmen wir noch ein, zwei Schiffe dabei. Machen wir 8 draus. So. Ist schade. Allerdings können wir es gerade nicht ändern. Es geht jetzt mal hoch. Vielleicht können wir es am Ende der Folge machen. Müssen wir mal gucken. Ansonsten, wir gucken mal eben auch dabei eben, ob es überhaupt mit der Produktion hinhaut. Weil eigentlich hatte ich im Kopf, dass wir im Plus sind. Ofero dabei. So. Dum, 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 dum. Wir sind im Plus. Also eigentlich müsste es hinhauen. 132, 117. Das sind immer noch 15 Tonnen, die wir da mehr bekommen. Ansonsten müssen wir da trotzdem dann morgen dran, ne? Morgen oder übermorgen müssen wir dran. Ich werde dann parallel immer. Wir haben ja mittlerweile auch schon ein paar Forschungspünktchen mehr, als wir vorher hatten. Nämlich ungefähr 100.000. Seit vorgestern. Da werden wir dann nebenbei die Kaffeeproduktion in der alten Welt als Vorlage nehmen. Bahnbrechende Entdeckungen. Wo ist das Herstellungsverfahren? Wir machen mal gleich zwei Stück hier zwischen. Nicht alle hintereinander weg, weil das wird nicht funktionieren, weil wir dafür viel zu viele Punkte brauchen. Immer so alle zwei müsste es ungefähr glatt gehen. Okay, dann kümmern wir uns ab jetzt um die Tonpfeifen und wir gucken mal direkt nach, was brauchen wir dafür. Wir brauchen Lehm, Tabak und dann können wir daraus schon die Pfeifen machen. Wir werden Lehm und Tabak natürlich beides nicht anbauen für die Tonpfeifen. Dementsprechend gehen wir auf unsere Drachensteinstadt und werden die Sachen hier importieren. Wir haben noch 6 Slots frei. Nee, sorry, 5 Slots. Und Waren haben wir so oder so genug. Und selbst wenn diese Insel hier von den Slots ja voll ist, wir haben ja auf Crownfort bzw. auf Villanay auch keine Ahnung, wie viele Inseln frei, wo wir rein theoretisch die Exportbüros nutzen können, beziehungsweise die Verträge. Dementsprechend ist das jetzt nicht so ganz schlimm. Wir suchen also jetzt mal Tabak und Lehm. Hier ist Tabak. Und Lehm. Gibt es das nicht? Doch, muss doch geben, ne? Bei Baumaterialien hier. Bei den Rohstoffen. Okay, das haben wir. Machen wir voll. 3000. Ich glaube, hier haben wir sogar schon eins. Können wir rausnehmen. Dann machen wir nur noch das Lehm voll. So. Vom Tabak her müsste es locker reichen. Wir können ja gerade mal gucken, ob das Lager voll ist. Aber davon gehe ich mal ganz, ganz, ganz stark aus. Wo ist es? Tabako. Da. 5200 Tonnen. Nimmt ab 13 pro Minute. Also es reicht locker. Okay, also Lehm haben wir jetzt auch dabei. Das heißt, wir richten jetzt eine Route ein, dass wir die Dinge auch nach Enbesa bringen. Und zwar werden wir die hier zusammenschrauben. Also brauchen wir. Nehmen wir den mal Great Eastern wieder. Eins. Mal zwei nehmen wir mal freier haben. Ja, zwei Stück. Machen wir viermal Tabako und viermal Lehm. Wir brauchen da eh alles beides gleich viel. Mal gerade gucken bei Rohmaterial. So. Tabak, Lehm, Route. So. Ab in die Gelehrtenversorgung. Und dann bringen wir das da hinten wieder weg. Und über Bord schmeißen müssen wir es nicht. Okay, das hätten wir. Und dann gehen wir auch direkt rüber. Fünf war es, ne? Ja. Hier sind auch schon die Schiffe. Gucken wir uns direkt mal an. Ist hier auch noch was drauf? Nee. Okay, also Baumaterialien haben wir. Wir machen jetzt erstmal einen kleinen Weg hier rein. So. Eine Teilung. So. Wir werden hier wahrscheinlich in Zukunft auch Kanäle bauen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wo die Flussstücke sind. Hier ist eins. Damit kann man das hier unten locker machen. Und das hier vorne bis hierhin ungefähr kann man das alles fruchtbar machen. Dann hat man hier noch ein Flussgrundstück. Dann macht man das hier oben auch fruchtbar. Das heißt, wir werden unsere Produktion eher hier so ansiedeln. Ach, hier ist auch noch der Skelettfriedhof, der Elefantenfriedhof oder was das war, ne? Irgendwas war da. Ich glaube, Elefantenfriedhof irgendwo.
Okay, gut. Das heißt, wir werden unsere Handelskammer bauen. Wir brauchen nämlich keine Siedlung hier, weil wir Items genommen haben, wie gestern auch. Mit der extrem lauten Glocke, dann der Druckerpresse und Feras, dass wir genau auf 0% rauskommen. Also hier 50, hier nochmal 40% weniger und bei Feras nochmal 10. Das heißt, wir brauchen keine Arbeitskräfte für die Tonpfeifen gleich. Brauchen wir halt auch keine Besiedlung, ne? Das nimmt uns auch nur Platz weg. Natürlich werden wir jetzt gerade nicht auf die Produktionszahlen kommen, die wir bekommen könnten in der Theorie. Allerdings sparen wir uns dafür halt den Inselplatz für die Bevölkerung. Produktionsmäßig kommen wir auf 75%. Ist nicht so viel, aber mal gucken. Wir können gerade mal schauen, wie viel wir überhaupt generell an Tonpfeifen derzeit brauchen. Das wäre Dirkbridge, meine ich zumindest. Ja, wieso wird das nicht angezeigt? Ach, Schöller, nee, ja, es gibt mittlerweile ja mehrere Dirkbridges. So, wie viele Tonpfeifen bräuchten wir? 5. Also, wir gucken jetzt gerade nochmal rüber, wie groß die Insel ist. Wir haben derzeit, na, so, ungefähr, ich würde mal schätzen, ein Drittel vielleicht der Insel. Sagen wir mal ein Viertel. Sagen wir mal ein Viertel ungefähr der Insel ausgebaut mit Gelehrtenhäusern, wenn wir nach diesem Schema hier auf der Bauweise vorgehen. Das heißt, wir müssen die Produktion mal 4 nehmen. Das heißt, 20 Tonnen müsste so unser Ziel sein, damit wir nicht nochmal an die Tonpfeifen dran müssten. Und das werden wir wohl, gehe ich mal stark von aus, hinbekommen. So, also die Waren kommen an. Dann fangen wir mal an. Okay, die Häuschen hatte ich gar nicht mehr im Kopf. Ich glaube, ich habe die, wenn es hochkommt, 5-mal gebaut, wenn es hochkommt. Aber wir fangen außen an. Machen wir es so. Fangen wir mal direkt in der Breite an. So. Allerdings machen wir es ein bisschen anders. Wir schieben es eins hoch. Machen wir es gleich ein bisschen einfacher. Komm mal. Hä, wieso kann ich die nicht ziehen? So. Hä? Komische Sache. So, wir ziehen es auf jeden Fall einmal kurz hier komplett in der Länge durch. Und werden die Straße so ein bisschen umändern hier. Dann haben wir auch gleich nämlich jeweils die Straße dran und brauchen oben keine Zwischenstraße. So, du bist drin, ne? Ja, du bist drin. Herrlich, perfekt, weiter geht's. So, ziehen wir es durch. Du bist nicht mehr drin. Okay, hier passt es ganz gut. Man hat es gerade schon gesehen, hier oben ist noch eine Kachel frei für die Straße. So, brauchen wir gleich noch ein paar Lehmziegel, aber das ist nicht das Problem. Wir gucken mal gerade nach. Wir haben ja gesagt, ungefähr 20. Wir sind jetzt schon bei 11. Also das dürfte hinhauen, ne? Mit 20 ungefähr. Haben wir ein freies Schiff hier? Bestimmt, ne? Yep, hier haben wir auch sogar direkt eins bei einem Hafen, wo wir Lehmziegel haben. So, brauchen wir noch irgendwas da drüben? Ja, wir nehmen noch 50 Wanzerbretter mit. Einfach nur zur Sicherheit. Okay, gut. Dann machen wir oben erstmal die Straße fertig. So. Und dann werden wir auf der anderen Seite wieder anfangen. Hier machen wir es einfach mal erstmal so. Dann haben wir es alles erstmal auf einer Schiene wieder. Das heißt, wir machen jetzt eine Straße dazwischen. So, und ab jetzt können wir es wieder genau hier vorne machen. Einfach in die Breite. Ab wann dürfen wir? Na, eins noch? Ach so, ab und zu spinnt das beim Kopieren, ne? Ja, jetzt irgendwie ab und zu zeigt er das warum auch immer nicht an. So, bisschen näher, nee, es klappt nicht, ne? Okay, das heißt, wir bauen die Straße schon mal rum. Lagerhaus ist nicht in Reichweite, das ist okay. Hoppala, Lagerhaus, so, 1, 2, wie viel haben wir denn? 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16, 19, genau 20 Stück. Also, wie viele Plätze haben die, wenn man die hochzieht? 4 Stück, also brauchen wir 5 Lagerhäuser auf der höchsten Stufe. Was wir hier hinten machen, weiß ich noch nicht. Mal gucken, ob wir da irgendwas noch anderes platzieren. Machen wir erstmal diese Lagerhäuser hier. Schiffchen, wo bist du? Kommt gleich an, okay. Das können wir eben warten, dafür brauchen wir jetzt gerade keinen Cut machen. Und dann wird das, denke ich mal, schon hinhauen. Und dann werden wir auch, denke ich, morgen mal auf der Insel gleich weitermachen. Wir brauchen noch mehrere Dinge. Oma könnte man zum Beispiel auch noch hier abbauen. Da kann man die Küstengebiete nutzen. Derzeit nutzen wir hier oben so ein Stückchen für unsere Depots. Aber Hummer müssen wir auch noch abbauen. Ich meine, Wandteppiche müssten wir noch machen. Stiefel, also Lederstiefel, gingen noch. Aber wir schauen gleich mal. So. Okay, ja, die restlichen Lagerhäuser ziehe ich nachher hoch. Hier oben haben wir ein kleines Problemchen. Wir kommen nicht ganz dran. Können wir... Klappt das? Wenn wir Glück haben, klappt das.
Wir haben mal Glück, das ist schön. So, sie sitzt auf jeden Fall. Das heißt, die oben bekommen auch ihr Fett weg, in Anführungsstrichen. Und dann verteilen wir das hier ein bisschen weiter hoch. Hier können wir auch die Straße abreißen. Lagerhäuser zählen ja als Straße. Dementsprechend wäre es nicht schlimm, hätten wir jetzt hier unten keine Verbindung. Würden die hier oben trotzdem bekommen. Die auch, weil das ja als Straße zählt. Dass sie hätten trotzdem eine Verbindung zum Kontor, wenn wir jetzt das hier abreißen würden. Okay, gut, das funktioniert. Jetzt gucken wir mal nach. Die können natürlich noch nicht produzieren. Die Waren kommen noch nicht an. Das dauert noch ein bisschen. Wir gucken mal nach, wie viel wir unterm Strich produzieren. 24 Tonnen. Also selbst wenn das mit mal 4 nicht klappt, sondern wir eher mal 5 gehen auf der gelehrten Insel, das wird hinhauen. Also 24 Tonnen, ich denke mal, und es ist ja kein Aufwand. Notfalls baut man hier hinten noch. Man kann sich ja den Platz freilassen für noch mehr Tonpfeifen. Sollte es denn danach soweit kommen, dass wir noch welche brauchen. Dann platzieren wir in Zukunft hier welche rein. Okay, gut. Dann würde ich sagen, sind wir damit durch. Wir stellen die Route ein. Von, wie heißt das? Ifil Sosik. Okay, nach Dirkbridge, da unten. Dann nehmen wir die fertigen Tonpfeifen. Müssen wir auch mal schauen. So. Haben wir gesagt, 24 Tonnen produzieren wir derzeit, ne? Da reicht ein kleines Schiff. Ich glaube, das, ja, 24 Tonnen, das heißt 10 Minuten, alle 12 Minuten müsste das Schiff einmal von hier in die imbesanische Welt gefahren sein und geladen haben und wieder zurückkommen. Alle 12 Minuten, das wird nicht hinhauen, oder? Dann machen wir direkt 2, komm, dann sind wir auf einer sicheren Seite. Sonst haut das nachher nicht hin. Ton pfeifen, ja, richtig geschrieben. Gute, okay, ab in die Gelehrtenversorgung natürlich. Über Bord schmeißen brauchen wir nichts. Wir haben keine Zusatzproduktion. Wir können auch mal gerade nebenbei reingucken, was wir denn anstelle für Items verpasst haben, dadurch, dass wir auf Arbeitskräfte gegangen sind. Und ich fand die ehrlich gesagt gar nicht mal so interessant. Die Menschen lassen sie hochleben. Nee, wie hieß denn die? Pfeifenmacherei, genau. Wir können mal kurz nachschauen. Das ist eine wahrhaft bedeutende Entdeckung. Pfeifenmacherei. Man sieht schon gleich auf den ersten Blick, dass außer das hier, dass eigentlich Items sind, die alle für die allgemeinen Produktionsketten gedacht sind. Und dementsprechend, eigentlich, wenn man das sieht, weiß man schon, okay, da ist nichts Besonderes bei. Und jetzt hat man hier, klar, 40% Produktivität und 35% Arbeitskräfte. Ist auch eine gute Zahl mit 35% Arbeitskräften, aber die konnten wir halt nicht reinbekommen, weil wir dann 5% Arbeitskräfte noch wirklich gebraucht hätten. Und wir wollen ja keine Stadt bauen, zumindest Stand jetzt. Oder wir hätten auf Feras verzichten müssen und der hat eine höhere Produktion. Und der Rest der Items, man sieht es, ne, das hier ist noch ein spezifisches 30%. Der Rest der Items ist leider nicht so gut. Naja, sind die Items für die Pfeifenmacherei schon fast, ja, sind schon fast die mit die besten, ne? Kann man mal auf die extrem laute Glocke, kann man dann verzichten rein theoretisch, wenn man Bevölkerung hat auf der Insel. Dafür nimmt man dann den Brennofen mit rein, hat 40% mehr, aber wenn man ganz ehrlich ist, was sind 40%, ne? Okay, gut, das hätten wir. Dann gucken wir kurz nochmal zum Abschluss, lassen sie hochleben. Ob in, ob unsere Hauptstadt oder in unserer Hauptstadt alles in Ordnung ist hier oben. Kaffee, ja gut. Kaffee müssen wir morgen machen wahrscheinlich. Wir werden jetzt ein paar Vorlagen durchziehen. Ein paar Genehmigungen, dass wir hier welche bauen dürfen. Und springen dann in die neue Welt nach Elbofero, wo wir die Kaffeebohnen hinbringen. Und werden einmal gegenrechnen, weil wir haben ja angefangen gehabt. Da hatten wir bestimmte 6, 7 von denen weniger, von den Röstereien. Wir bauen morgen noch 3 drauf, produzieren also noch viel mehr Kaffeebohnen. Können also auch in der neuen Welt wieder Röstereien dabei bauen. Das ist eine 5-Minuten-Sache und wir produzieren nochmal bestimmt 50 Tonnen Kaffee mehr. Und dann funktioniert das hier auch wieder mit dem Kaffee. Okay, gut. Dann würde ich sagen, machen wir für heute einen Cut. Wenn ihr mal wieder was merkt, wenn ich zu schnell bin oder sonstiges. Oder generell, wenn ihr Anregungen habt und Tipps, was ich besser machen könnte, schreibt es ruhig in die Kommentare rein. Ich nehme das nicht böse, solange man es natürlich normal schreibt und mich nicht beleidigt. Ist alles gut. Okay, dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Wenn ja, würde ich es mich sehr freuen, wenn ihr der Folge einen Daumen nach oben da lasst, den Kanal abonniert, insofern ihr es noch nicht gemacht habt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Samstagabend. Bis morgen. Ciao.